Die linearen Funktionen möchte ich dir gerne mit einer kleinen Geschichte erzählen. Also, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man eine lineare Funktion oder einen linearen Zusammenhang darstellen kann. Nämlich 4 Stück. Dafür mache ich mal hier so ein Kreuz. Also, wir haben die erste Möglichkeit, ist, man erzählt sozusagen, worum es geht. Nehmen wir mal einen Disco-Besuch. Und du gehst mit 3 Freunden, geht ihr in die Disco. Und der erste bezahlt 4 Euro, der zweite bezahlt 4 Euro, der dritte bezahlt 4 Euro und der vierte bezahlt auch 4 Euro. Dann bezahlt einer 4 Euro, der zweite bezahlt, oder 2 Leute bezahlen 8 Euro, 3 Leute bezahlen 12 Euro und 4 Leute bezahlen 16 Euro. Das habe ich dir jetzt einfach mal so erzählt. Und das ist die eine Möglichkeit dazu. Die zweite Möglichkeit ist eine Wertetabelle, wo man hier X-Werte und in der anderen Zeile Y-Werte darstellt. So, ich hoffe, du kannst es noch sehen. Soll jetzt hier so nur so eine Skizze sein. Zum Beispiel eine Person, 2 Personen und eine Person zahlt 4 Euro und 2 Personen zahlen 8 Euro und so weiter. Das ist eine Wertetabelle. Also hier bla bla. Dann die zweite Möglichkeit ist eine Wertetabelle. Die dritte Möglichkeit ist ein Graph. Da zeichnet man den Zusammenhang in eine, ja, in einen Graphen eben ein. 0 Personen zahlen 0 Euro. Einer zahlt 4 Euro, 2 zahlen 8 und so weiter. Es ergeben sich dann diese ganzen Punkte. Die trägt man dann hier ab und zieht da einen Strich durch. So, und dieser Strich wird als Graph bezeichnet. Hier hat man die X-Achse, hier hat man die Y-Achse. So, das heißt, wir haben Blabla, Wertetabelle, Koordinatensysteme und Graphzeichnen. Und viertens eine Funktion. Y ist gleich, zum Beispiel in diesem Fall, was wäre das? In diesem Fall wäre das 4x. Du siehst jetzt das x und das y, also die Anzahl der Personen, und y ist ja das Geld, was die bezahlen müssen, stehen jetzt hier in einem funktionalen Zusammenhang. Das besprechen wir aber alles noch. Nur, dass du mal gesehen hast, es gibt 4 verschiedene Darstellungsmöglichkeiten. Und wir gucken uns jetzt hier einmal an, wie man die so ein bisschen darstellen kann. Also, hier geht es jetzt also darum, wir wollen eine Grafik zeichnen, und zwar eine Gerade, die eben so ein bisschen eine Geradengleichung darstellen soll. Und diese Geradengleichung, die ergibt sich hier mit y ist gleich m mal x plus b. Wenn ich jetzt hier, wie hier, so 2 Werte habe, nämlich nehmen wir mal eine Wertetabelle, und die Geschichte habe ich dir gerade schon erzählt, das ist x, das ist y, x ist die Anzahl der Personen, die in die Disco gehen, und y ist das Geld, was die bezahlen, dann zahlt eine Person 4 Euro. 2 Personen zahlen 8 Euro und 3 Personen zahlen dann 12 Euro. Soweit sieht das alles noch ziemlich klar aus, und man fragt sich, hä, warum macht man sich denn da überhaupt Gedanken drüber? Das ist doch ganz einfach. Ja, aber mathematisch soll man das eben darstellen. So, jetzt packt man dieses x und das y in so ein Koordinatensystem. Die liegende Achse, das ist die x-Achse, und die Hochachse, das ist die y-Achse. So, und da trägt man jetzt die Punkte ab. Hier hat man einmal 1 und 4. Dann kommt sozusagen der erste Punkt da, wo sich 1 und 4 treffen. Dann hat man 2 Personen und die zahlen 8 Euro. Also ist der nächste Punkt hier. So. Und man hat 3 Personen, die zahlen 12 Euro. So. 2 Punkte hätten allerdings schon gereicht, um hier so einen Strich einzuzeichnen, aber 3 Punkte ist auch noch schön, kann man, denke ich mal, dann ganz gut durchziehen. So, 0 Personen hätten übrigens auch 0 Euro bezahlt, von daher hätte man hier sogar noch einen vierten Punkt. Jetzt muss ich gucken, dass ich das hier einigermaßen gerade... Ja, okay. So, das soll eigentlich ein Strich sein. Und dieser Graph ergibt sich jetzt. So, der hat den Schnittpunkt mit der Y-Achse bei 0. Somit ist der Y-Achsenabschnitt B... ist gleich 0. Du guckst einfach nur, wo ist der Schnittpunkt mit der Y-Achse, und das ist dein B. Und dein M, das setzt sich über die Formel zusammen. Y2 minus Y1 durch X2 minus X1. Das steht hier oben auch nochmal im Text. So, das heißt, du brauchst jetzt hier 2 Punkte und musst die benennen. Das hier, diese 1, könnte dein x1 sein und das könnte dein x2 sein. Dann ist das hier dein y1 und das ist dein y2. So. Das Ganze setzt du jetzt in diese Formel ein. Dann hast du hier, ne, also dieses gleich, das bezieht sich hier auf das m. y2 ist 8, minus y1 ist 4 und x2 ist 2 und x1 ist 1.
Somit kommt dann als Ergebnis raus, 8 minus 4 ist 4, 4 geteilt durch 1 ist 4. Das heißt, m ist gleich 4. Jetzt hat man b ist gleich 0 und m ist gleich 4. Das schreibt man jetzt hier einfach in diese Gleichung rein und es ergibt sich somit die Gleichung y ist gleich m, das haben wir als 4 berechnet, mal x plus und das b ist 0. So, jetzt haben wir hier eigentlich schon alles abgehakt. Ich habe gerade viel geredet, wir haben eine Werttabelle gezeichnet, wir haben einen Graphen gezeichnet und wir haben die Funktionsgleichung aufgestellt. So viel jetzt erstmal an der Tafel an Theorie, jetzt haben wir natürlich noch eine Situation. Im Internet habe ich einen Graphen gefunden, der den Wasserstand des Meeres bei abfließendem Wasser, also Ebbe, darstellt. Wie ist die Geradengleichung? Dafür muss man die Steigung und den Y-Achsenabschnitt ablesen, meint Hanna. Genau das machen wir jetzt hier einfach mal. Wir üben das hier. Also, wir haben einen Graphen. Sozusagen das eine haben wir jetzt schon. Wir haben eben gerade geredet, das Blabla haben wir gemacht. Den Graphen sehen wir hier. Wir brauchen jetzt noch eine Geradengleichung. Und die Geradengleichung ist immer y ist gleich m mal x plus b. Das b ist da, wo der Graph die y-Achse schneidet, nämlich hier bei 3. Ich hoffe, du kannst auf dem Video noch die Zahlen sehen von den Achsen. Das ist hier die 3. Machen wir mal etwas größer. So, somit kann man hier grafisch schon mal super ablesen, dass b, der y-Achsenabschnitt, 3 ist. Bei m ist das immer etwas schwieriger, denn m ergibt sich ja mit der Formel y2 minus y1 durch x2 minus x1. Ja, was ist jetzt y2, y1 und so weiter? Das müssen wir jetzt definieren. Dafür nimmt man sich zwei Punkte. Zum Beispiel könnte man jetzt hier diesen Punkt hier nehmen, x0 und y3. Das ist ja ein Punkt. Na, da liegt ja auf jeden Fall schon ein Punkt, dieser hier nämlich, 0 und 3. So, da ist jetzt hier auch schon so ein, ich weiß nicht, das ist ein bisschen dünn gedruckt, ist jetzt hier das B. Punkte bezeichnet man ja immer mit großen Buchstaben. B setzt sich zusammen aus der x-Koordinate 0 und aus der y-Koordinate 3. Da haben wir schon mal einen Punkt. Jetzt brauchen wir noch einen zweiten Punkt, der steht hier. Das ist das A. So, das A setzt sich zusammen aus x gleich 3 und y gleich 1,5. Also, A ist 3 und 1,5. Diese zwei Punkte reichen uns jetzt, um die Steigung zu bestimmen. Jetzt müssen wir aber noch bestimmen, was ist was. Vorne steht immer der x-Wert, nennen wir den mal x1 und den nennen wir hier dann y1, das ist der y-Wert. Vorne steht immer der x-Wert, also ist das hier x2 und das hier ist y2. Wie du die verwendest, ist völlig egal. Die anderen hätten auch x1 und x2 jeweils sein können, das hätte man vertauschen können. Na, also, dass man jetzt hier x2 und y2 hat und hier x1 und y1 wäre genauso gegangen. So, jetzt setzen wir das einfach nur ein, ohne groß nachzudenken, 1,5. Für das y2 minus y1 ist 3 laut unserer Bezeichnung und im Nenner haben wir 3 minus 0 ist gleich 1,5 minus 3 ist minus 1,5 und im Nenner 3 minus 0 ist 3. Minus 1,5 geteilt durch 3 ist minus, so, minus 0,5. Na, also man hätte sich das jetzt ja hier, man kann sich das vorstellen, 1,5 ist die Hälfte von 3, also ist das minus 1,5 beziehungsweise minus 0,5 ist jetzt hier unser m. Jetzt haben wir unser m und wir haben unser b, also können wir unsere vollständige Gleichung hier aufschreiben. Ist also y ist gleich m ist minus 0,5 mal x plus b ist unsere 3. Jetzt haben wir also auch die Gleichung gemacht. Eine Wertetabelle haben wir jetzt nicht gemacht. Naja, mehr oder weniger, wir haben uns hier zwei Punkte rausgeschrieben. Das kann man schon so als Wertetabelle ansehen. Aber wir haben auf jeden Fall die Gleichung bestimmt. Das ist unsere Gleichung. Und dass die Steigung negativ ist, überrascht nicht. Denn wenn man auf diese Gerade hier einen Ball legen würde an dieser Stelle, dann würde dieser Ball runterrollen. So, somit ist die Steigung negativ. Sie kann nur negativ sein. Und das kann man auch relativ schnell nachmessen, indem man einfach sich sozusagen von, also ein sogenanntes Steigungsdreieck einzeichnet. Machen wir es mal an dieser Stelle. So, dabei geht man sozusagen eine Einheit, bewegt man sich und guckt, was mit dem Funktionswert passiert. Hier fällt sozusagen, ich gehe eine Einheit nach da und wie viele Einheiten gehe ich runter? Ich falle von 1,5 auf 1 runter, ist also minus
0,5. Und dieses Verhältnis, das ist die Steigung. Das heißt, die Steigung ist minus 0,5. Und die findest du sozusagen hier wieder. Na, hier wäre jetzt die 1, man ist von 1,5 auf 1 heruntergefallen. Und diese Entfernung, die man jetzt herunterfällt, wenn man eine Einheit geht, das ist die Steigung. Und deswegen wundert uns das nicht großartig. So, also reichen mir 2 Punkte, um eine Geradengleichung zu bestimmen. Jo. Gib die Geradengleichung der folgenden Grafiken an. Das heißt, hier geht es wieder um lineare Funktionen. Wir haben hier Geraden in einem Koordinatensystem. Und ich habe dir ja schon mal gesagt, wie sich eine lineare Funktion ergibt. Das siehst du im Wissensvideo. Y ist gleich m mal x plus b. So, wir fangen jetzt hier mal mit diesem lilanen Grafiken.